Also wir haben eher den Rutsch in die Planwirtschaft. In die Planwirtschaft nicht nur der Staaten, sondern auch der Konzerne, die spielen das Spiel ja mit. Das sind ja oligopolistische Strukturen. Und eine geplante Vernichtung von Kaufkraft. Und was eben erhalten bleiben wird, sind Aktien, sind Immobilien, sind Edelmetalle. Aber Immobilien kann man natürlich auch gut besteuern. Das ist also auch mit Vorsicht zu genießen, muss man sich schon genau überlegen. Also bei 30.000 Euro würde ich vielleicht zwei gute Aktienfonds nehmen von unabhängigen Value-Boutiquen. Also es gibt ja nicht nur uns, es gibt auch andere, also die keine großen Fondshäuser, sondern Leute, wo ich weiß, da steht der Inhaber dahinter und die machen das schon 10 Jahre oder länger. Da gibt es etliche, ein Dutzend seriöse Anbieter gibt es da. Soweit Max Otte. Um sich den ganzen Beitrag anzusehen, klicken Sie einfach auf den Link unterhalb des Videos. Ihr Team von Finanztalk TV.